Best player from Arsenal. Odegaard. He's good, hasn't he, this season? Yeah. Wir reagieren auf die besten Spieler der einzelnen Vereine. Ich bin mal gespannt, was ihr denkt. Arsenal wird hier gesagt, Ødegaard, meiner Meinung nach, entweder Declan Rice oder Bukayo Saka. Ja. Chelsea. Nkunku ist halt Quatsch. Er hat für Chelsea, glaube ich, diese Saison 2 oder 3 Spiele gemacht in der Liga. Vielleicht insgesamt 5 oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Chelseas bester Spieler aktuell, ganz klar Cole Palmer. Not Cole Palmer. Cole Palmer, he only takes pennies. Exactly. He only takes pennies. Liverpool. Oh, it's got to be the best player in the Premier League ever. Mo Salah, safe, der stärkste Liverpool-Spieler allgemein. Aktuell aber auch sehr formstark. Alexis McAllister, sehr, sehr, sehr starker Spieler. Ein brutaler Transfer von Liverpool. The Egyptian King. Afro King, you hit me. Right, Man City. KDB. Zu Kevin De Bruyne gibt es nicht viel zu sagen. KDB. Right, Manchester United. Not exactly spoiler, are you? Who they got over there? It's got to be Bruno. Bruno, you think? Bruno. Bruno Fernandes oder Fernandes, bester Spieler bei Manchester United. Schwer zu sagen. Finde ich tatsächlich nicht. Also ich würde, aktuell würde ich sogar sagen Garnacho. No, Rashford is rubbish. Yeah, this is Manu. Manu? Ja. Kobe Mainu ist aktuell auch sehr stark. Und Thales Dorf gegen Liverpool. Hoyland, the season. Oh, bye, man. The overrated players. Overrated. Right, Tottenham. Son. Allgemein Son. Zu Tottenham kann ich jetzt aber auch nicht so viel sagen. Guck nicht so viele Spiele von denen, aber ja. Overall Son. Am Anfang der Saison war auch James Maddison sehr stark, war aber dann verletzt. Aktuell weiß ich es gar nicht. Aber ja, Son. Barcelona. Auf Barca bin ich jetzt mal gespannt. Lewandowski. Weiß ich jetzt nicht. Lamine Yamal. Getting on, but he's still good, isn't he? 100%. Clinical. Real Madrid. There's only one answer. This season. This season, it's got to be Jude. Jude Bellingham. Ja, diese Saison Jude Bellingham safe. Aber ich würde sogar sagen, Vinicius Junior ist ähnlich formstark wie Bellingham aktuell. But overall, I'm thinking Vinny Junior. Vinny. Overall. Ooh. Could be, might be Modric. Modric. The goal. Modric spielt nicht mal jedes Spiel. Bayern Munich. There's a few. Musiala oder Kane? Kane, Kimmich. Musiala. But I think I'll pick Kane. Kane, 100%. Best striker in the world for me. Huh? Not Darwin? Come on, Darwin! Darwin. And last one, PSG. PSG, oh. Mbappé. Mbappé. PSG ist es halt safe, Mbappé.